Kreistagsmitglieder, sehr geehrter Bürgermeister, Herr Hendrik, sehr verehrte Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich nutze die Gelegenheit, Sie einleitend über die aktuellen Entwicklungen in der Fragestellung, wie der Landkreis und die Gremien mit der Situation umgehen, dass der Geschäftsführer der Energie Baden-Frankenberg GmbH in die Ukraine gereist ist, in die Ukraine, und zwar in den Bereich, der russisch besetzt ist und wo aktuell ein Referendum durchgeführt wird mit dem Ziel, die Annexion dieser Gebiete durch Russland zu legitimieren. Er hält sich dort auf, hat die Aufgabenstellung eines Wahlbeobachters wahrgenommen, er hält sich dort auf in seinem Urlaubsstatus und er hat sich insoweit erklärt, dass er sagt, sein Aufenthalt sei rein privater Natur und insoweit auch keinen Zusammenhang zu seiner Funktion als Geschäftsführer eines Energieunternehmens zu sehen. Nun, die Realität hat ihn eingeholt. Die russischen Medien haben sehr wohlwollend aufgenommen, dass ein Energiemanager aus Deutschland sich als Wahlbeobachter zur Verfügung gestellt hat und sich dann zugleich auch wohlwollend zu dem Ablauf und zu den Rahmenbedingungen des Referendums geäußert hat. Das hat ein entsprechendes breites Medienecho ausgelöst und viele Menschen fragen sich natürlich, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Dazu haben sich die politischen Gremien bereits positioniert. Die Reaktionen der russischen Seite und aber auch der Medien lassen sehr eindeutig erkennen, dass man den Auftritt als Wahlbeobachter eben nicht trennen kann von der Funktion. Als Wahlbeobachter wird man bestellt, wenn man eine Funktion mitbringt, sei es als Mandatsträger oder Vertreter von Institutionen, und dann ist man von Interesse für eine solche Aufgabenstellung. Ja, und dann zeigen auch die Reaktionen, dass natürlich genau dieser Zusammenhang hergestellt wird und die Situation, der müssen wir uns jetzt stellen. Und es haben uns viele kritische Rückmeldungen erreicht aus der Bevölkerung, insbesondere die es nicht verstehen, dass in dieser Krisensituation ein Energiemanager aus Deutschland diese Rolle übernimmt und gleichzeitig die Menschen die Rechnungen bekommen über die gestiegenen Energiekosten. Das verträgt sich tatsächlich nicht miteinander. Das hat die politischen Verantwortlichen in den Gremien jetzt vor eine große Herausforderung gestellt. Ich will an dieser Stelle deutlich betonen, dass der Geschäftsführer seit vielen Jahren dort seine Aufgabe erfüllt hat, durchaus erfolgreich für das Unternehmen. Auch das gehört zur Wahrheit mit dazu. Gleichwohl können wir uns diese Situation natürlich nicht verschließen. Und es gilt, Schaden abzuwenden vom Unternehmen und vom Landkreis Baden-Frankenberg. Die Gremien der Energie Baden-Frankenberg sind der Einschätzung der Gremien der Kreispolitik gefolgt und haben heute mit sofortiger Wirkung die Freistellung des Geschäftsführers von seinen Aufgabenstellungen beschlossen. Wir erwarten in den nächsten Tagen die Rückkehr des Geschäftsführers nach Deutschland. Er ist dabei, das zu organisieren. Das werden wir auch von hier aus versuchen zu unterstützen. Dann wird ihm Gelegenheit gegeben, sich natürlich zu erklären, bevor dann auch zeitnah die Gremien zu entscheiden haben, ob eine Abberufung erfolgen soll in der Aufgabenstellung als Geschäftsführer und wie es dann insgesamt in seiner Rechtsposition auch weitergeht. Wichtig ist mir heute zu betonen, dass natürlich das Krisenmanagement angelaufen ist. Der ordnungsgemäße Geschäftsbetrieb der Energie Baden-Frankenberg ist gesichert, das Nötige ist bereits veranlasst. Wir haben eine starke Mannschaft, die auch diese Situation gut meistern wird. Das an dieser Stelle zu den aktuellen Entwicklungen zum Sachstand. Und wir werden natürlich das Gremium weiterhin unterrichten, genauso wie wir das auch zeitnah und transparent in der Öffentlichkeit so tun wollen. Vielen Dank.